und herzlich willkommen bei Commander Jensor und Crazy Gentleman auf der schönen Insel Tanoa. Hallo Crazy! Hi, na, alles gut bei dir? Ja, bin zwar nicht ganz schwindelfrei hier oben, aber dafür haben wir ja eine Hammer-Aussicht auf, wie heißt die Stadt hier vor uns? Georgetown. Richtig. Da ist einer gebildet. Ich war auch noch schneller. Der absolut geflasht von dem geilen Grün hier. Absolut hammermäßig. KBS-Testserver, ne? Also, ja, genau. So wie wir es jetzt hier sehen, so sag ich mal so zu 95-98% wird es dann nachher auch werden. Und nachher heißt, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem wie viele Probleme auftreten wahrscheinlich, wa? Ja, also nächste Woche wird der definitiv online gehen. Muss direkt mal hier nochmal gucken, ob man hier... Ja, guckt euch das iPad an. Ich feiere das iPad total. Hab gerade mein iPad aufgemacht. Das sieht einfach mal Windows 10 oberscharf aus, finde ich. Also, das ist... Genau, awesome. Also... Boah. Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das länger spielt und auch gerne spielt, dann hat man auch... Deine Kniffe Fall. Und Tricks drauf. Sind ein paar Sachen, die mir sofort aufgefallen sind, die ich oberfeier unten, unter dem, also A, der Kompass, den man nicht immer wieder aufmachen muss. Ja, genau. Polizeimeldung, auch sehen wir auch mal, wie das aussieht. Aber zurück zum Kompass. Also Kompass muss man nicht mehr aufmachen, das ist ziemlich geil, weil man da nicht mehr so viel hantieren muss, finde ich. Und sehr geil, unten die Titelzeile sozusagen. Wie viele Zivilisten sind online, wie viel Polizei ist online, wie viel THW... Kontostand, gut, GPS-Daten, aber dass du halt nicht immer gucken musst, ist ein THW online und so, das finde ich sehr, sehr geil. Richtig. Ja. Dschungel satt, gute Laune, Wetter satt und neue, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Klamotten, die wir anhaben, sind auch neu, ne? Richtig. Ja. Halt bei Apex mit drinne und ich finde, die sehen eigentlich ziemlich sick aus. Auf jeden Fall. Die Waffen natürlich auch. Die du ja, da nicht trägst. Nur, genau. Die AK ist natürlich hier. Guckt euch diese Reload-Animation an. Ah, geil. Einfach geil. Also das, das wird schon auch hier. Also ich meine, das ist DayZ-Style, ne? Also, und vor allen Dingen, warte mal. DayZ-Akustik. Nee, ist natürlich nicht DayZ-Akustik, sondern Arma. Aber ist schon cool. Da kommen ein paar coole Sachen auf jeden Fall, auf die wir uns freuen können. Richtig. Jo. Ja, wollen wir... Georgetown, Sightseeing? Richtig. Genau, wir können einmal, bevor wir uns hier in den Tod stürzen. Minimap habe ich mal aufgemacht. Ihr seht's, so sieht das ganze Ding aus und wir haben jetzt Folgendes vorgehabt. Wir haben uns mal ein neues Fahrzeug gesucht, das werdet ihr gleich sehen. Wir zeigen so ein bisschen die Städte, wo ist was. Ja, hier seht ihr schon mal, was da so alles an Ausrüstungspunkten und wo die ganzen Locations sind. Drogendealer hier oben, da wollen wir nochmal gucken, Farmmöglichkeiten und dass wir so ein bisschen über die Insel fliegen, so ein bisschen was zeigen, wo was ist und dann an den Hotspots sozusagen genauer drauf eingehen. So war der Plan, wa? Richtig. Na denn. Ganz einfach mal ein bisschen schmackhaft machen. Genau, schmackhaft machen ist nicht verkehrt. Ich stürz mich mal hier schon zu Tode. Ja, mach das. Vorhin hat es mich dahin gerafft hier bei einem Landungsversuch. Ah, diesmal ging es gut. Ey, dass er auch immer nochmal sich hinlegt und die Waffe zieht, ey, Alter. Arma ist so kriegsorientiert. Ja, hier haben wir schon mal ein neues Fahrzeug, oder? Richtig, den neuen Jeep. Die Kopie des Wranglers, würde ich sagen. Sieht geil aus. Ja, auf jeden. Freue ich mich richtig drauf. Hinten zum Beispiel die Sitze, wird random gewürfelt, ob du die hast oder nicht. Ach ehrlich? Genau. Das Case, also den Aufbau hier oben, genauso. Ja. Heckklappe und all sowas. Ach, ich soll fahren? Ja, fahr du mal. Was halt geil ist, guck mal hier, also du kannst halt eben aus dem Viech rausschießen. Und das ist ja, sag ich mal, aus den anderen, weiß ich, Sportlimo oder SUV, zumindest wenn man vorne sitzt, mal eben nicht so möglich. Ja, hier geht's runter, nach Georgetown. Auch cool, diese karibischen Häuser, oder? Mit den Lackierungen, finde ich cool. Hm. Ja, hat was. Also, vor allen Dingen, man kann auch so, ich sag mal, 90% in jedes Haus rein. Wie ist denn das mit der Mietbarkeit? Könnte man das jetzt auf dem Testserver hier schon sehen? Können wir ja mal gucken. Gucken wir mal. Hier, komm. Nehmen wir gleich hier die Villa. Oder angehende Villa.
Surprise, surprise. Da kann man schon mal gar nichts machen. Wir können ja mal ab und zu mal während unseres Ah, ich Rundgangs hab hier. eins. Das sieht nämlich so aus, als ob es gehen würde. Boah, ihr habt ziemliche FPS-Einbrüche. Ich hoffe, das wird nachher nicht mehr so awesome. Überhaupt nicht Genau. FPS-schieße. Also hier geht's. Alles klar. Lol. Naja, okay. Cool. Gut. Also hier kann man sich auch Häuser dann angucken. Genau, kaufen kann man das auch. Du brauchst dazu halt die Lizenz, die wir Ja. aktuell ja noch nicht haben. Ja. Aber ja. Gehen wir mal rüber hier bei dem hier. Aber ich sag mal, wahrscheinlich ist es. Also was war bei dem anderen Server, bei dem alten Server, war es so, dass jede blaue Tür, ne? Also hier ist es. Ja, okay. Die sind dann zu. Ja, teilweise. Okay, das kann man auch mieten. Also keine Ahnung. Wissen wir nicht, muss man ausprobieren. Aber es gibt auf jeden Fall. Es gab ja anfänglich so Angst, dass nicht alles geht. Dass es nur ganz wenige Häuser gibt, aber es ist ja doch schon einiges da. Das ist ja beruhigend. Genau. Zack. Ich habe hier schon wieder das So. Kavala-Symptom mit den FPS, ey. Das war dann natürlich der Abfuck. Oder ich habe die Sachen hier noch zu high eingestellt. Naja. Minimap. Georgetown. Was haben wir hier? Hier fahren wir gerade. Wir haben hier am Hafen wieder die Verwahrstelle, Logistikzentrum, ein LKW-Händler haben wir hier, Tankstellen, Gedöns. Hier könnt ihr euch Textilhandel, Gemischtwaren, also Essen, Trinken, Klamotten, Fischmarkt, Tauchershop. Ist alles ganz realistisch gemacht, finde ich. Haha, Casino El Naja. Capo. Küstenwache und Hafenmeisterei. Arzt und Garage. Naja, eigentlich nichts Besonderes, sage ich mal. Vor allen Aber. Dingen, wenn du mal Endgame bist jetzt, nicht auf der Map, du Ja. siehst die Straßen vor allen Dingen. Sie Ah, sind ja, fett breit. doppelspurig und schön breit. Also ein krasses Gegenteil von Altes Life. Ja, naja, das ist geil. Auch diese Parkbuchten und all sowas, diese Markierungen dafür. Einfach geil. Ist auch schön für die Polizei irgendwie. Kann sie irgendwie hier, also ich meine, Autos, die hier geparkt sind, sind halt hier geparkt. Also, Richtig. es gibt viele Möglichkeiten, RP zu machen. Das ist nice. Schöne Farben auch, finde ich. Also ist alles ein bisschen bunter. Alles ein bisschen auf Auch die diese Tankstelle. Tankstelle hier. Viel höher, Sieht ein viel bisschen anders aus, ja. besser ausgebaut und es hat was. Nice, guck mal da oben das Haus, ey. Och, sieht schon fett aus. Cool. So. Cool. Ah, Ja. Kreisverkehr. Dann wollen wir uns die Feuerwehr mal angucken? Die Jo, Wache? Sehr Feuerwehrwache ist schön. gut. Ja, amtlich. Mal Genau. auf. Na, mal rauskugeln hier schön. Das? Das sieht mir nach keiner funktionierenden Tür aus. Okay, dann kommen wir mit. Eigentlich sollten sie hier auf der Ecke noch einen zivilen Eingang haben. Sonst müssen wir die Feuerwache mit dem Heli nachholen. Machen wir. Kein Eingang. Aber es wird einen Eingang geben, hoffentlich. Also ich, ja, bei dieser Wache oder bei der anderen, aber ich meine, das war hier, dass hier noch ein separater Eingang rein soll. Ganz Naja, einfach das. für Fußgänger. Ja, das muss ja hier ein Tor werden. Das macht ja sonst keinen Sinn. Genau. Aber da können wir auch uns drauf freuen. Also den THW wird es so nicht mehr geben. Ja. Es wird ja jetzt kategorisiert in. Weißt du es schon? Feuerwehr und Rettungsdienst, soweit ich weiß, ne? Richtig. Auch richtig mit Feuer und all sowas. Ja, das wird cool. Genau. Da. Nächste Station ist der Drogendealer. Jo, Drogendealer einfach mal, dass man mal da alles was Spannendes mal abfährt. Ah, oh, geil, diese Farben, ey, ich feiere es total. Diese karibischen Häuschen. Ja, Tanoa ist ja wohl eine Originalkopie einer Fidschi-Insel. Wie der Ja. Name jetzt genau von der Fidschi-Insel ist, weiß ich nicht, aber ich habe mal auf Google Maps mir das angeguckt. Das Ding war wirklich 1 zu 1 von den Umrissen und so. Identico.
So, das ist hier, sage ich mal, ein Drogendealer, der ja ein bisschen besser erreichbar ist. Denn den anderen gucken wir uns auch noch mal an, und der andere ist etwas schwieriger erreichbar, denn er ist voll verdschungelt sozusagen. Genau. Also hier kann man halt seine täglichen Drogen, die man farmt, verkaufen. No. Es Pfeile und war sowas ist noch nicht drin, klar. genau, es war nah an Georgetown dran, also das wäre so gesehen der Kavala-Drogendealer. Genau, ja, sehe ich auch so. Ja, muss man drauf achten, Naja, was ist man dann halt hier klar, macht. der eine hat Tarnungsmöglichkeit, sag ich mal, in der Anreise, der andere halt eben nicht. Richtig. Und Thema Anreise, hier sehen wir schon das nächste geile Fahrzeug. Ich finde, er sieht aus wie ein Alien Raptor. Ich finde er aus, ich finde, der sieht eher aus wie so ein Rochen. Also Ja, Spezialität Senkrechtstarter. genau. Fetten Düsenturbinen hier. Möchtest du fliegen oder soll ich wieder? Kannst machen, kann ich auch machen, ist wurscht. Der fliegt sich relativ einfach, finde ich. Also der ist ganz cool zu fliegen, auch schöner. Also der gefällt mir gut, auch mit den weißen Unterflächen. Kannst du mal, warte mal, oder kann ich mal? Kann man nicht hinten die Klappe aufmachen? Normalerweise müsste es gehen. Das haben wir gleich. Schleudersitz, abspringen, aufbringen zum Passagier, Inventar. Wie geht denn das? Wer ist das gemacht? Von innen. Vom Alles klar. Pilotensitz. Ah, okay. Was Geil. ich leider sch schade Ja, finde, ist, dass kommst nicht man rein, ne? diese Rampe nicht reinlaufen kann, also hochlaufen und reinlaufen kann. Das Das ist ist doch noch. so ein bisschen. Es ist noch schlechter gemacht als die anderen Rampen. Da kannst du die Rampe hochlaufen bis oben und dann geht es nicht weiter. Hier läufst du gar nicht erst. Guck mal, du läufst gar nicht erst die Rampe hoch. Naja, Du bist also reingebackt. das wäre cool, wenn Bohemia das doch mal irgendwie machen könnte, Ja. weil es gibt ja auch schon Deckung und all Alter, sowas, wenn wie er man diese Düsen nachher. anschaltet, sind wir frittiert jetzt. Soll ich mal Hammer. austesten? Ja. Auch doch, wäre mal ganz interessant. Okay. Ja, mach mal an. Schmeiß an die Flut. Ob man sich hier Schaden zieht am Abgasstrahl. Zumindest kommt noch nichts raus. Nee. Weiß nicht, Passiert ob die nichts, Dinger ne? erst in der Luft passieren oder. Ich glaube, momentan dreht sich eher nur hier der Kollege. Wird mal auch interessant, die Dinger zu disablen. Du hattest das vorhin versucht bei mir, ne? War echt eher Richtig. schwierig. Ja. Also eher der Panzer. Muss ich auch sagen, ich hatte nur eine 556er, also Ja. Kaliber 556. Da wirst du kaum was ausrichten gegen Naja. können. Ja. Selbst die Kanzel, da kommst du auch nicht durch mit der Waffe. Das Viech hier, diese Stinger oder was das auch immer sein soll, die sind nur optisch, Zierde. ne? Ja, genau. Genau. Also, die wären Hat er alle. Flares? Weiß ich gar nicht. Müsste er. Ja. Ja, hat er. Hau mal raus, die Flares. Wo die rauskommen. Ah, unter der Tragfläche, alles klar. Okay, schade, da ist kein Flares-Ausgang, aber es sieht cool aus. Für jeden. Jo. Cool, naja, machen wir, fliegen wir jetzt mal weiter, ne? Machen wir mal kurz einen Cut und Richtig. dann fliegen wir weiter. Da sind wir wieder in unserem Mörder. Also für mich mit das geilste Vehikel, was neu reinkommt, weil der Blackfish, der ganz große mit den zwei Propellern, der ist halt einfach mal, ja, eine Runde zu fett und unrealistisch. Aber den gucken wir uns nachher auch noch an. Jo, wir haben uns gerade gedacht, was liegt näher? Wir gucken auf die Minimap. Als mal euch die PvP-Zone zu zeigen, beziehungsweise die ja, das Sperrgebiet. Militärbasis. Und so sieht das Ganze aus, wenn es unter einem liegt. Eine schöne kleine karibische Insel. Tja, was wird hier, ich weiß gar nicht, die Geschichte mit den Kisten, die spawnen, wird das noch so sein, diese Spawn-Events? Also ein Event hier wird es sicherlich geben. Hm. Genau weiß ich jetzt auch noch nicht, was es geben wird. Ob wieder so ein Kisten-Event kommt Ja. oder halt irgendein Konvoi oder eine Seekiste oder sowas. Ja. Also alles ist möglich. Ey, ist geil, der Flieger, oder? Also ich meine, der hat einen Hammer-Sound, ist mal was Neues mit den Düsen.
Wir müssen nachher direkt nochmal, wenn du mal auf X schaltest und das sozusagen den Hover-Modus anmachst, das muss ich mal hinten drauf filmen auf die Abgasdüsen, die verändern sich dann nämlich so ultra. Ist das geil, oder? Sie zack, nach unten gehen, schwupp. Ich feier den, der ist geil. Wahrscheinlich auch, weil es sowas, ist halt mal irgendwie was Moderneres. Weiß gar nicht, ob sowas überhaupt mal gab. Aber vielleicht schon, ja. Könnte man sich zumindest, naja, wohl. Ich glaube nicht in dieser Bauweise. Sieht schon ein bisschen unrealistisch aus, dass die Flügel so, sag ich mal, viel Fläche verlieren und die Propeller. Naja, egal, aber ist geil, feier ihn. Richtig. Ja, PvP-Insel, weiß nicht, hier Militärbasis, klar, Eroberung und ähnliches. Genau. Interessant. Also mit der Militärteilhaber-Lizenz kann man sich halt bestimmte Fahrzeuge kaufen, die es im Rebellenlager so nicht gibt. Genau. Und das wird dann alles hier auf der Millibase stattfinden. Vielleicht zeigen wir es mal, lande doch mal das Viech, damit die Leute mal sehen können, wie geil Punkt genau da landen kann. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, also so ganz helimäßig ist es nicht, habe ich gemerkt, sondern man muss schon ordentlich Tiefe generieren als Flugzeug und dann kann man so die letzten Meter so einschweben, wie der Crazy hier gerade wunderschön macht. Aber dafür ist es halt echt, oberknallermäßig. Und du kannst mit deinen scheiß Rotoren nirgendwo gegen eiern. Das ist einfach mal cool. Ja, PvP-Insel. Eigentlich nichts Großes, nichts super Spannendes zu wissen, dass sie hier ist, sollte man. Dann können wir eigentlich weiter die Küste lang fliegen in Richtung, was haben wir vorhin gesagt, La Rochelle mit Vulkan, dass wir uns das mal angucken. Jo. Diese Grüntöne. Hammermäßig. Ja. Was richtig Gutes. Also. Das ist so richtig gute Laune, Farbton irgendwie. Genau. Die Sonne, da ist halt karibisch. Ist schon nett. Ja, wir sehen nachher auch die, ich gehe nochmal auf die Minimap, während der Crazy fliegt. Die Inseln sind durchaus verbunden. Hier hat der Snaden gebastelt, Brücken nicht zu allen. Das Ganze soll ja auch eine Wasser-Herausforderung und Luft-Herausforderung sozusagen sein. Aber es gibt schon auch Verbindungen noch, damit man, sage ich mal, am Anfang, wenn man noch nicht Helis oder ähnliches hat, damit man sich als Beginner sozusagen auch fortbewegen kann. Oh, geht ja einfach mal ab, das Viech, oder? 570. Läuft, 600. Oh, wir sind schon da. Ja. Ja, also sowas derartiges bin ich noch nicht geflogen. Ja, das macht, ist cool. Macht auch Spaß. Ja, ist halt eigentlich Tanoa schon fast das falsche Gebiet, weil man einfach immer viel zu schnell da ist, aber er kann halt beides, ne? Das ist schon geil. Genau. Also es ist ein relativ schnelles Fortbewegungsmittel. Hat auch wohl momentan noch einen relativ geilen Kofferraum. Das bezweifle ich allerdings, dass das so bleibt. Also in der Frachtausführung 1600er Kofferraum, was schon ganz schön OP viel ist. Aber wird man dann sehen, wird sicherlich noch viele Anpassungen geben während der Fahrt. Ja, die nächste geile Stadt. Hier haben wir doch, glaube ich, auch... jetzt habe ich wieder gepennt. Ist nicht auch die Zentralbank? Ja! Genau. Zentralbank vor uns sozusagen. Bietet natürlich geile Möglichkeiten. Geile Möglichkeiten sozusagen vom Wasser aus anzugreifen, abzuhauen, nach oben. Wir gucken es, da fängt sofort der Dschungel an. Also das ist schon... schon nice. Man hat hier auch geile Sniper-Spots. Ja. Über Wasser kann man auch als Polizei gut dann angreifen. Ja. Nice. Es wird ein geiles Event. Auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Vulkanglashändler. Das ist eine illegale... dieses Vulkan... Ja, das ist dann wohl Glas. Habe ich noch nie von gehört. Vulkanglas. Vulkanglas, klar. Na gut, wie auch immer. Können wir ja mal hochfliegen an Vulkan. Keine Ahnung, was Vulkanglas sein soll. Wahrscheinlich vulkanisches Gestein zu Glas machen. Genau. Also. Da ist ja auf jeden Fall der Vulkan, wo man das machen kann und verarbeiten kann man das dann. Handeln kann man das hier unten. Verarbeiten. Wenn du siehst jetzt gar nicht, wo man Vulkanglas verarbeitet. Müssten wir mal irgendwie suchen. Aber der wird wahrscheinlich nicht hier in der Gegend sein. Als ich sie erstmal mit der Cessna angeflogen bin, dachte ich auch so, boah, wie hoch ist denn der?
Unglaublich. Ah, wir sehen dort unten schon Forschungsstationen, hier eine Radarstation. Und jetzt crashen wir. Nein, nein. Nein, nein. Ja, also sieht schon mega geil aus. Auf jeden Fall. Da hinten sehen wir schon den Flughafen. Ja, Vulkan, Flughafen. Was haben wir hinter uns? Hinter uns haben wir... Was ist das? Eine Grube. Das Gefängnis, nee. Das, ja, ja. Oder das Gefängnis, links von uns jetzt quer ab, müsste das Gefängnis sein. Ja. Nice. Das ist mal ein richtiger fetter Komplex hier. Alter Falter. Aber wieder ein Gefängnis, glaube ich, wo man in einem Gebäude sitzt, ne? Wenn man eingeknastet ist, schätze ich mal. Also nicht irgendwie im Hof oder sowas. Zumindest sehe ich hier... Oder wer weiß? Nee, ich glaube eher nicht. Glaub's also, ja nicht? Okay. Ich glaube eher, man ist in diesem Gebiet hier. Ja, wo okay. Die Baracken sind, also sprich, wo wir jetzt hier drinne sind. Okay, das macht natürlich eine Flucht bei Heli und sowas. Meinst du wirklich? Ja. Okay, das würde, wenn das so kommt, würde das natürlich... extrem einfacher Ausbruchsevent sein. Na, da kann man auch was draus machen. Ja. Naja, kannst du ja überlegen. Kann es ja eine größere Bedeutung spielen, dass man seine Gefangenen bewacht. Ne? Richtig. Also gibt dann hier auch, sage ich mal, Zonen, wo Action ist, wenn Ausbruch per Heli möglich ist, dass hier sozusagen immer Bewachungsmannschaft sein sollte, wenn man Leute einknastet. Ist ja logistisch, personallogistisch auch spannend. Das ist geil, was wir für Dreck aufwirbeln. Sauber. Ja, ich habe mal was gefunden, was auch eigentlich geil aussieht. Ich sehe gerade, verbraucht ganz schön Sprit, die Kiste, wa? Alter Falter. Ah, es geht. Fast halb leer. So, vor uns haben wir jetzt die Bergbaugebiete. Und das Holzfällergebiet. Nett. Ah, ich feiere die Landschaft. Das ist so geil. Ey, geil, hier sind sogar abgeholzte Bäume zu sehen. Ja, ja. Ist ja geil. Deswegen. Sieht schon Stümpfe, geil aus. Baumstümpfe. Ja, super geil. Und vor allen Dingen jetzt hier der Mining-Komplex. Geil. Auch mit den Fahrzeugen. Das sieht richtig geil aus. Richtig. Auf jeden Fall. Als ob du wirklich hier bist. Ja. Boah, knalliges Rot, ey. Na, das wird mal super spannend, weil hier ist Eisen, Kupfer, Sand, Gold. Also es sind vier Dinger, die nicht nur Anfangsstadium, also Skillstadium anfänglich, sondern hier trifft sozusagen High-Level-Farming auf Noob-Farming. Nee, nicht Noob, Beginner, Bambi-Farming. Und das wird also auch super spannend, wenn hier überfallen wird, dann, also das ist alles relativ fokussiert an einem Ort. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Spannend. Ah Mensch, ich sehe gerade auf der Minimap, wir sind hier gar nicht so weit weg vom nächsten Drogendealer. Der ist südlich von uns jetzt. Da hauen wir mal den Hover raus. Geben mal Gas. Aus. Geil, auch diese rote Erde. Ist einfach cool gemacht. Ja. Und dieser Urwald, ich glaube, der Urwald wird den einen oder anderen noch zum Verzweifeln bringen. Wo du einfach mal 5 Meter reinläufst. Wir hatten das vorhin. Bananenplantage, 5 Meter rein, du siehst nichts mehr. Wahnsinn. Genau. So, Drogendealer quer ab. Und hier beim Drogendealer ist, wir können ja mal landen, das Viech da mal auf der Straße hier. Dann können wir nämlich mal den Leuten auch mal zeigen, dieser Drogendealer hat natürlich die Möglichkeit, oder hat die Besonderheit, dass er halt im fetten Tarn liegt, ja? Aber du kommst nicht ran. Also das ist ein Zu-Fuß-Drogendealer. Das genau. Heißt, du, ja... Dein Munition bleibt hier auf der Straße stehen, während du reinläufst. Ist also schwierig, sag ich mal. Durchaus schwierig. Anspruchsvoll. Yeah. Sehr schön. Boah,
Alter, springt der hier erstmal 100.000 Meter. So. Urwald, ey. Urwald for the win. Schon die Geräusche. Vor allen Dingen, während du hier rumläufst, können von links und rechts sich schon andere spotten und flankieren. Naja. Abartig. Ja. Abartig. Ja, es ist also wirklich, das ist voll der Gruselfaktor, finde ich, so ein Urwald. Also du weißt permanent nicht mehr, ob du beobachtet wirst, ob da irgendwer ist, ob gleich was passiert. Du kannst überhaupt nicht einen zum Spotten irgendwo hinstellen. Keine Chance. Kannst hier einfach gar nichts. Bist du? Beim Drogendealer bin ich schon. Echt? Mhm. Oh. Ja, aber ich habe auch gecheatet, weil ich habe mir einen Wegpunkt gesetzt, weil ich wusste, dass man sich nicht zurechtfindet in dem scheiß Urwald. Ach da. Mhm. Guck mal in Richtung Sonne hoch. Durch die Blätter durch. Ja. Scheint das auch so bei dir durch? Ja, ist geil. Ja. Also. Auch der Sound mit den Vögeln und. Hat schon was. Die Sonne da durchglitzert. Und mal, ist richtig geil. Richtig nice. So. Ach. Okay. Schwupp. Nett. Nett. Die Toilettenhäuschen hier. La Vitrina. Oh mein Gott. mach die Tür zu. Das Public Shitting hier. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut gemacht. Also, ich freue mich schon richtig auf diese ganzen Fights, die es hier geben wird. Und ja, das wird super schwierig hier. Mega schwierig. Also, ich meine, du kannst hier nichts, aber auch nichts sehen. Also, ich glaube, Granaten werden es viel mehr eine Rolle spielen, weil du einfach immer da, wo du vermutest, Granaten in pfeffern musst. Unglaublich. Ja, geil. Ja, gut. Hier ist der Drogendealer. Vielleicht wackeln wir mal zurück zur Kokainplantage. Die ist vielleicht noch spannend. Die ist hier östlich von uns. Ja, machen. Können wir nochmal einen kleinen Cut einlegen hier. Bis gleich. So, wieder am Flieger. Und jetzt du hattest dir eine kleine Route überlegt. Richtig. Dass wir Kokainplantage mal schauen. Und dann mal über die südlichste Insel unten runterfliegen. Ich weiß gar nicht, haben die Inseln eigentlich die kleinen Inseln Namen? Das müsstest du sehen, wenn du ranzoomst. Ja, zumindest steht fett nix. Egal. Autoschieber hier, fidschianischer Autoverwerter. Paar Brücken zeigen, Kokainverarbeitung. Dann rüber, Bohrinsel ist auch noch ein geiles Ding, weil es anders ist als, also gab's noch nicht. Rohöl in der Form wird anders, sag ich mal. Ja, wir hatten schon mal eine Bohrinsel. Ja. Aber die hat kaum einer genutzt, weil die alle zu Feld sind. Gibt's denn eigentlich einen Tanker? Nee, ne? Gibt's wahrscheinlich irgendwie eher Heli-Aktionen. Ja. Kokainplantage voraus. Müssen wir direkt mal gucken, wie sieht die aus vor uns jetzt. Ist das graue Feld hier? Ja. Okay. das ist Kokain-Schotter oder was ist das? Ja. Alter. Sven, was ist los? Das ist doch kein Kokain. Das ist am Schnibbeln. Na gut, muss man sich den Teil denken. Aber was man auch wieder hier sagen muss, offene Fläche, ne? Ja. Da oben auf dem Berg vor uns jetzt zum Beispiel kann einer hocken, dich spotten. Ja, überall, klar. Das weiter. Und dann bist du wieder am Arsch. Wenn man das sagen darf bei dir. Ja, logisch. Goodie. Umer, oder wie es auch mal heißt. Fidschi war wahrscheinlich mal in französischer Hand, tippe ich mal da drauf. Ne? Klingt alles so französisch. Dass die mal besetztes Gebiet waren von den Franzacken.
nice. Ach, ich mag ja auch die. Aber vielleicht auch, weil es alles neu ist. Es sieht einfach alles geil aus. Ja. Also. Jo. Snaydens, oder ich weiß gar nicht, doch hat Snayden gebaut, glaube ich, die Brücke, oder? Nee, die hier nicht. Nee? Die ist, na, vom Spiel selber her drinne. Ah, okay. Aber die nächste Brücke, die wir dann bald sehen. Jo. Zum Beispiel, guck dir das mal an. Genau unter uns, jetzt hier auf der linken Insel, auf der kleinen, ist der Kokainverarbeiter. Ja. Ja, viel Spaß beim Rüberkommen, ne? Das ist natürlich schon tricky, ey. Also. Aber war das nicht so, den Verarbeiter kannst du, da kannst du mit dem LKW, glaube ich, durch, oder? Da passiert nichts, soweit ich weiß, oder? Ah. Oder ist das nicht mehr so? Ich weiß es nicht genau. Na. Es kommt immer auf die Wassertiefe drauf an, ne? Naja. Ja. Na gut. Ja, ist schon, das Gameplay wird schon ein anderes sein. Also es ist ein bisschen heavy-lastiger. Ja. Man muss ein bisschen strategischer machen. Also ich denke mal, der Taru, der normale Taru, mit dem, der sozusagen Lasten anhängen kann, der wird auch eine größere Rolle spielen als bis jetzt. Ja. Weil du halt dort einen Tank anhängen kannst, einen Huron-Container, also verschiedenste Sachen. Das wird, glaube ich, schon so Huron-Container hin und her schaffeln, wird, glaube ich, jetzt auch demnächst sehr viel angesagter sein. Oh ja. So, Airport von der schönen Stadt zugedeckt. Linhaven. Oder ja, holländisch? Genau, unter uns jetzt diese kleine Insel. Das ist eine Festung. Aus irgendeinem Jahrhundert, also kann ja mal runtergehen. Da haben wir sie. Festungsruine. Jo, was haben wir hier noch? Unterstützungscamp, LKW-Händler. Eigentlich, ja. Genau, unter uns so gesehen der Pole jetzt. Na? Ja. Will die Kamera nicht. Jo. Da ist er. Da irgendwo außen. Wahrscheinlich beim Steg, ne, oder? Mal gucken. Ja, irgendwo da beim... Ja, der ist auch schon erreichbar, like fuck. Also, das ist schon ganz cool. Wenn sie dir deinen LKW mopsen und den erpressen und wenn du jemand zu Hilfe rufst, hat der wenigstens noch eine Chance, denn das ist schon ordentlich weit weg hier, über ein paar Brücken. Genau. Geil. Unter uns so gesehen Unterstützercamp. War doch hier. Jo. Genau. Jo. Und jetzt nice. Zur neu gebastelten, was du vorhin sagtest. Ja. Brücke und dann Ölturm würde ich mal vorschlagen. Richtig. Genau, das ist ein Meisterstück hier. Und dann müssen wir irgendwann tanken. Oh ja. Kravum! Kravum! Ich glaube, damit können wir uns ja verabschieden. Ja. Mit dem Aufruf zum Tanken, meinst du? Ja. Na gut, bis nach dem Tanken. Jo, quer ab. Snaydens Meisterwerk. In Handarbeit geschnitzt. Die Brücke. Wir gucken uns an, wo sind wir? Wir sind da. Die Brücke zwischen der, sag ich mal, südlichsten Insel und der westlich von der südlichsten gelegen. Da ich die Namen nicht kenne, vielleicht haben sie auch keine Namen. Wir sollten ihnen aber Namen geben. Und wenn es 1, 2, 3, 4, 5 ist. Genau. Naja, ich weiß gar nicht, wo ist denn der Name von Tanoa? Steht der irgendwo fett oben drauf? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, schöne Sache. Genau. Also, ja, wird auch Wert drauf gelegt, dass man, wenn man noch kein Geld hat, dass man auch während man sich ein Heli zusammenspart, halt auch so über Inseln kommt. Naja, klar, macht Sinn. Denn muss ja schon, kann es ja nicht voraussetzen. Oder, na gut, die meisten erfahrenen Spieler haben einen Heli, aber die anderen kann es ja nicht ausschließen. Insofern. Genau.
Sehr gut gemacht. Jo, Bohrinsel? Jo. Bohrinsel. Och, diese Lichtverhältnisse, das ist einfach unglaublich geil, oder? Ist ja schön, dass man seit dem Armor-Update jetzt Felsen unter Wasser sieht, oder? Das ist alles ein bisschen realistischer geworden. Ja, da haben die sich mal wieder richtig Mühe gegeben. Ja. Da ist die Bohrinsel. Tja, Ölgeschichte verändert sich massiv, sag ich mal. Also, wo ist denn das? Sonne und Regen? Alle. Regenbogen irgendwo? Da! Ein Regenbogen hinter uns! Boah, war mal richtig fett. Das ist ja realistisch. Cool. Bohrinsel! Können wir da landen mit dem Teil hier? Ja. Vielleicht. Boah, das sieht auch mal geil aus, oder? Wie die da so unten im Wasser noch ein Stück weitergeht. Jo. Cool. Naja, hier haben wir dann wieder sozusagen die Landeplattform für den Taro Fuel Genau. und die Fuel Box unter dem normalen Taro, die natürlich auch der Huron tragen kann, wa? Diese Box mit dem Genau, Fuel. ja. Oder den Fuel Container, oder wie man das Ding nennt. Sowas wird natürlich hier schon spannend sein. Yeah, nice one. Wenn wir mal kurz hochgehen. Wo haben wir denn? Ah, eine schöne Treppe hier. Zackaboom. Ach, hervorragend. Schwupp. Jo, keine Ahnung, wo. Warte mal, lass uns das mal kurz gucken. Können wir Minimap cheaten? Ich glaube, wir müssen Nee. na, hier. Nicht angezeigt. Glaube, wir müssen hoch in den Kontrollraum. Um Erdöl abzubauen? Bitte? Um Erdöl abzubauen? Nee. Ernsthaft? Na. Das wäre aber unüblich. Geil. Nee, ich suche da eigentlich den Abbaumenschen. Der muss ja irgendwo unten sein. Aber optisch ist das schon mal hier sehr geil. Gerade deine Idee. Ja, hat Coole was. Sache das. Ja, ist halt eine richtige Bohrinsel. Cool. Sehr cool. Aber wo ist jetzt der Typ? Ich sehe ihn auf der Minimap. Manchmal ist er ein blauer Punkt, ne? Zumindest auf Altes, aber den sehe ich jetzt hier auch nicht auf die Suche, sage ich mal. Rop. Kann man bestimmt auch ganz geil sterben an manchen Stellen. Oder auf irgendeiner Plattform. Da Ah, unten der muss da vielleicht. oben irgendwo sein bei dir. Suchen wir doch mal, machen wir mal so, wie es früher war. So ein olles Rohr. Da war es so ein Rohr, was in der Wüste stand. Okay, den Container warst du drin. Na, vielleicht ist noch nicht implementiert. Aber müsste eigentlich, wa? Mag auch sein. Okay, wenn wir das ja nochmal offen lassen. Aber hier wird es irgendwo ein Rohr geben, was man anzapfen kann. Genau. Ist natürlich auch schon wieder geil, wenn es nicht auf den Landeplattformen ist, dann ist ja Rohöl abbauen auch voll die Aktion. Weil dann musst du den Treppen hoch, Rucksack Ja. voll machen. Wobei, sag mal, gibt es nicht neue Rucksäcke? Hatte ich irgendwie gesehen, Genau. fetter aussehende mit mehr Fassungsvermögen? Ja, Oder sehen die noch? das Fassungsvermögen wird von jeder Insel, sag ich mal, selbst kontrolliert, was sie Ja. also letzten Endes haben sollen. Aber es gibt einen Rucksack, der sieht richtig bombastisch. Also das sieht aus wie so ein Bergsteiger-Rucksack. Naja. Also ich sag mal so hier für Öl, wenn wirklich, sag mal, du parkst unten mit deinem Container, obwohl, ich meine, dann mit dem Taru oder Huron kannst du ja den Container hier oben irgendwo hinsetzen.
Ja, Ja, es ist geil. nur. Das ist, manche Sachen werden bevorteilt, ne? Also ich sag mal, der Genau. Heli, der Taro Fuel ist damit nicht mehr so sinnvoll, weil er unten auf der Plattform steht. Ja, aber du musst auch das Fassungsvermögen berechnen, ne? Also der Container hat ein Fassungsvermögen von 600. Ah, okay, alles klar. Und der Fuel hat mal eben das Doppelte. Ja, okay, da musst du halt mit drei Leuten die permanent rennen. Red Ghoul for the win. Richtig. Ja. Cool. Genau. Sehr schön. Ja. Warte mal, endlich kommen wir hier irgendwie runter. Rauf, runter, weg, hinzu. Jetzt habe ich Was wieder. kann man denn noch zeigen? Wir können uns weiter, warte mal, im scharfer Blick auf die Map. Ja, Froschsumpf, also ich meine, grundsätzlich sind die ganzen anderen Sachen. Also wir könnten nochmal das oder den Guerilla-Hafen, wobei da gibt es auch nicht so schrecklich viel zu sehen. Hey, ich habe eine Idee. Pass auf, wir fliegen nochmal jetzt. Da wir, wenn das okay für dich ist, ja relativ am Ende sind. Also ich meine, wie man abbaut und ähnliche Sachen, das ist ja Pipi-Kram. Ja. Das weiß ja jeder. Aber wir könnten nochmal am Flughafen sozusagen ein paar Fahrzeuge vorstellen, die drin sein werden. Die müssten wir ja Können wir Luftfahrzeuge zum machen. Beispiel in Blackfish nochmal zeigen. Ne? Sowas wäre vielleicht ganz lustig. Können wir machen, gerne. Fliegen wir nochmal zum Flughafen. Und ich habe mich jetzt hier gerade auf irgendeine Außenposition. Warte mal, du Auf kannst doch. irgendeiner, aber ich nicht auf der. Kannst dich doch eigentlich hier mal einsammeln. Ich bin jetzt, glaube ich, aber. Warte mal, wo bist du? Verdammte Axt. Gegenüberliegender Seite bist du. Kann man da rüber springen? Ach ne, die andere hat keine. Doch, die andere hat auch eine Treppe. Na, ich gehe nochmal auf die andere. Dann hast du noch eine bessere Chance zu treffen. Boah, dieser Vanilla Sky Himmel da hinten. Boah, geil. Ich spring da rein. Cheat for the win. Ja, wenn es könnte. Ist abgeschlossen? Nee. Zack. Schwuppdiwupp. Nice. Ja, Bohrinsel ist cool. Genau. Auf jeden. Hat nicht jeder. Und ist halt mal was Besonderes. Und wie ist das Ganze so? Also ich meine, kann ja durchaus sein, dass jeder sagt, ey, pass auf, Bohrinsel geht gar nicht mehr, das farm ich nicht mehr. Dann muss man halt, wenn es keiner mehr macht, muss man halt die Sachen anpassen, ne? Muss man es irgendwie ertragreicher machen, dass du mehr Kohle Ja. kriegst oder irgendwie. Man kann das ja schon definieren. Wenn du mehr Kohle kriegst, haben die Leute auch mehr Lust, sich einen, sag ich mal, schwierigen Weg irgendwie zu geben. Geil. Airport, der ganzen Beleuchtung. Flackert ein bisschen bei mir, aber man ranzoomt nicht mehr wirklich. Ist ja jetzt auch voll monsunmäßig hier mit Ickelwetter. Geil. Sagt die Uhrzeit. 6. Ja, passend. Sind wir doch mit fast allen durch. Richtig. Wollte gerade sagen, wer ist auch interessant? Wer macht da, wer ist stärker? Der Xian oder die Laterne? Sauber, gut gemacht. Yippie. So, dann machen wir einen kurzen Cut und sortieren wir hier noch ein paar Fahrzeuge hin. Richtig. Da sind wir, die letzte Instanz, Mr. Gentleman. Das Ja. Outro sind, nein, noch nicht Outro, aber sozusagen, wir sind durch, hatten wir uns überlegt. Genau. Bis auf, du sagtest ja vorhin was mit den Jeeps, ne? Die haben wir hier nochmal ausgeparkt mit dem Random Spawn, dass da so Richtig. manche Teile anders. Hier sehen wir das ganz schön. Genau, also man sieht hier genau kein Überrollkäfig oder Bügel. Interessanterweise auch die Tür weggelassen worden. Hallo, hallo. Genau, keine Kopfstützen. Ja. Und ja, also es ist halt dann random, wie man den auspackt. Es ist, wenn du den kaufst, ist der nicht so. Also er sieht nicht, wenn man meint, der sieht so kacke aus. Sondern jedes Mal, wenn man den neu auspackt,
kommt halt ein anderes Modell. Ja. Oh, finde ich ganz witzig. Sieht genau. So ein bisschen rebellenmäßig aus, auch ohne, fällt mir gerade auf, ohne Kotflügel. Sieht also aus wie ein genau. Willys Jeep. Ja, ja, richtig. Cool. Ja, weiterhin genau. Die lustigen Cessnas in den beiden ja. Ausführungen. Genau, einmal hier in der linken Version die Standardversion. Halt die günstigere Variation zu der rechten. Ich glaube, Unterschied war ein bisschen nicht so agil fliegen und Kofferraum, sagst du, ne? Richtig. Mhm. Die linke ist halt eine Standardversion, rechts haben wir eine Sportversion. Preislich teurer, aber agiler, kann mehr tragen. Genau. Ich sag ganz persönlich, ich finde die geil, feier die, aber keine Ahnung, wie schnell die kaputt gehen beim Landen und wie heftig das zu handhaben ist, wenn das nur auf Flugplätzen geht und nicht auf Wiesen und sowas, dann ist das natürlich ein Fahrzeug, was nicht so viel Spaß macht, wenn man es ständig schrottet. Ja. Muss man gucken. Richtig. Auf jeden Fall ein nettes Fortbewegungsmittel. Jo, genau. Den Xian oder wie auch immer hieß, den kennen wir ja schon, den haben wir ja gesehen. Und natürlich noch der zweite neue, der reinkommt, ne? Der dicke, fette Motherfucker Blackfish. Ja. Alter Falter. Also, was sagtest du? 35 Millionen? Ja. Also, schätzungswert, ne? Ja. 35, 40 Millionen. Und einen Kofferraum von? 2000 bis 2500. Läuft. Kann man schon. Aber das sind alles noch naja. Keine weiß, festen Zahlen. So, wer weiß, wenn es so kommt. Und wenn es so kommt, ob es so bleibt. Das muss man halt gucken, wie sich das alles im Spiel verhält. Richtig. Aber der ist geil. Der ist einfach so fett. So wie so eine Antonov, so eine russische. Ja. Richtig fett. Hinten mal aufgelassen hier, können wir nochmal reingucken. Da passen schon ein bisschen was Leute rein hier. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passen da wirklich 30 Leute rein? Hier testen? Nee, geht leider auch nicht. Geht auch wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen, das ist schade. Also, ja. Dass man so ein Future nicht nutzt, wenn man so ein Teil schon bastelt. Tja, naja. Ja. Aber, tja, wahrscheinlich gibt es irgendwie von den verschiedenen Boxen irgendwie Probleme, dass du das irgendwie, ich weiß nicht, ich bin kein Entwickler, aber es hat ja einen Grund, warum es nicht geht, warum sie es mit dem Einsteigemenü ja. machen. Also, naja. Ja, genau. Cool. Also kommt eine Menge Lustiges nächste Woche auf uns zu, würde ich mal sagen. Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig. Und ja gut, trotz vorhin kam es mir mal wieder so ins Gedächtnis, das Skillsystem und alles wird ja resettet, also das wird schon auch nochmal, ja, muss man wieder sozusagen die kleinen Sachen machen, aber macht ja auch Spaß. Ja, man, Arma ist ein Langzeitprojekt, man spielt das ja nicht in einer Stunde durch. Ja, geile Beleuchtung genau. auf den Airfields hier. Hammer. Gut. Jo, wenn du ja. noch was hast, dann hau raus. Sonst, also für meine Jungens, ich mach mal den Kanal vom Crazy unten mit rein, wo ihr natürlich noch viel mehr Arma und Tanoa-Videos seht als bei mir, weil ich damit zu langsam bin und der Crazy einfach schneller ist. Danke. Und ja, abonniert doch mal hier mit und guckt mal, das ist wirklich spannend, wen das interessiert, was es da zu sehen gibt. Und genau. Ja, ansonsten sehen wir uns auf Tanoa. Ja? Richtig. Prima. Na denn? Bis Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich denke mal, so in dem Bereich wird das ablaufen. Genau. Okay, du. Tschüss. Bis dann. Tschö, tschö.